Da hinten sehe ich schon wieder eine und ich höre hier schon wieder so eine Spinne. Da hinten ist die Spinne. Da hinten ist die Hexe. Mal gerade ein Stück zurück. Nicht, dass die Hexe meint hier, guck mal, da bist du ja. Versteckt. Versteckt ist gut. Geht's rechts von uns. Hoppala. Naja, ich habe noch einen Versuch. Ich treffe gleich schon deinen Kopf. Ja, bleib genauso stehen. Oh nein, das gibt's ja nicht. Habt ihr das gesehen? In dem Pfosten vor ihr stecken geblieben. Der ging so schön auf Kopf. Ist ja überätzend. Ich glaube, wir nehmen mal andere Pfeile. Ich muss mich mal anders hinsetzen, Sekunde. Sonst schläft mir hier gleich der komplette Bein ein. Und zwar nehmen wir jetzt mal die orkischen Pfeile, weil die hatten doch, glaube ich, den höchsten Schaden, ja, mit 12. Und gucken wir mal, was wir damit so machen können. Kommst du gucken? Oh, zusammen. Zusammen wirkt es leider gar nicht. Habt ihr das gesehen? Das habe ich jetzt eigentlich total umsonst gemacht. Schade. Hey. Was war das denn jetzt? Ach, wir haben in der Pain Hand hier gar nichts, okay. So, und dann wollen wir doch mal wieder den Feueratem nehmen und mit unseren einhändigen Waffen. Gut, dass sie nach einer gewissen Zeit versuchen wegzulaufen. So spart man sich am Ende noch mal ein paar Lebenspunkte. Ah, Fall runter. Oh Mann, aber irgendwie ist jeder spannend, jeder spannend gegen den Kampf, ja, genau. Boah, heute habe ich echt Sabbelwasser. Also, jeder Kampf gegen die ist irgendwie spannend, weil man nie weiß, wie der ausgeht. Es kann auch einmal ein glücklicher... Upsa. Glücklicher Treffer von denen. Was mache ich denn hier gerade? Ein glücklicher Treffer von denen kommen und schon sieht der ganze Kampf anders aus. Ich finde das echt spannend. Verzauberungskunst verbessert. Oder Verzauberung. Verzauberungskunst war in einem anderen Spiel. Glaube ich. Hm.
Das war's schon. Eine leere Ziege. Arcana für Zauberer. Ein bisschen Trollfett. Dann könnten wir doch eigentlich unsere Waffen mal wieder mit neuen Steinen versehen, oder? Warum können wir jetzt unsere Waffen nicht wieder aufladen? Verstehe ich jetzt irgendwas wieder nicht an dem System? Och, Leute. Dann nicht. Komm weg. Irgendwie blicke ich das dann doch noch nicht so ganz. Ich möchte aber irgendwie mal so einen richtigen schönen Feuerblitz auf den nächsten schmeißen. Da habe ich jetzt irgendwie richtig Lust drauf. Ja, schon Mana, aber es sieht cool aus. Das ist auch lustig. Hopp, weg und wieder da. Weg und wieder da. Weg und wieder da. Ja, ich weiß, ich spinne immer mal so ein bisschen rum, aber ihr kennt das ja mittlerweile. Was ist das? Ich schleich mal wieder. Irgendwie gerade Angst. Ach so, von hier kommen wir. Ah. Moment, wo waren wir denn dann noch nicht? Wir sind hier oben rum. Wir sind hier unten. Da waren wir. Waren wir hier auch schon? Waren wir hier? Ach so. Ich wollte gerade sagen, da steht ja noch einer, aber das ist ja die ohne Kopf. Die steht ohne Kopf da. Auch wenn ich das immer noch ein wenig gruselig finde. Aber ich glaube, wir waren hier noch nicht drin, weil wir oben rumgegangen sind. Wegen den komischen Geräuschen. Ja, ich weiß, es heißt komische Geräusche. So. Ich weiß auch nicht, warum ich mal Komik sag. Vielleicht finde ich Komik einfach Komik. Oder komisch. Da hat sie uns schon entdeckt. So. Ach ja, wir sind ja gerade noch das andere am machen. Nehmen wir uns jetzt wieder unsere Streitkolben. Jetzt müssen wir aber doch mal... Huch, was habe ich denn jetzt ausgewählt? Warum haben wir denn jetzt... Ach, jetzt habe ich das aus... Ach, egal. Egal. Mann, ist das hier eine wilde Hin- und Hergeklickerei. So. Nochmal auf den Kopf und dann ist vorbei. Und jetzt hast du wieder keinen. Und dann wird die auch wieder neu aufgesetzt. Und was gibt's hier als Belohnung? Nichts. Hier gibt's ja wirklich nichts. Ein Wasserfall. Tja, hier ist einfach nichts. Naja, auch nichts hat seine Daseinsberechtigung, bin ich immer der Meinung. Und ohne nichts, keine Ahnung, wäre das Leben einfach zu sinnvoll. Deswegen braucht man auch einfach zwischendurch mal ein Häufchen nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so kennt, sitzt dann so im Bus oder in der Bahn oder im Auto, im Stau. Oder ja, in der U-Bahn oder in der S-Bahn zusammengequetscht mit hunderten anderer Leute, dann denke ich mir auch immer, jetzt hätte ich gerne einen Hauch von nichts. Oh, es schneit. Hat's gerade eben auch geschneit? Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt
Sieht wie bepudert aus. Ich weiß noch nicht mal, ob der Text richtig war, aber ich glaube so in der Art. Oh, jetzt hat schon wieder aufgehört. Oh, ist ja doof. Naja, ich bin halt ein Sonnenkind. Das muss ich einfach mal so jetzt sagen. Ich will aber die richtige Weltkarte. So, dann auf zurück nach Weißlauf. Ja, das war doch mal wieder ein Ausflug, will ich mal so behaupten. Interessant, gegen die Schluchtweiherhexen zu kämpfen. Sehr interessant. Und hier regnet's. Das zum Thema Sonnenkind. So, dann wollen wir mal ganz schnell nach Jorvaskr und dann den Kotlak besuchen. Huch, ich pack mal über die Wachen weg. Wachen weg. Oh, was ist heute los mit mir? Die Waffen weg. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Herzlichen Glückwunsch. So, weiterlaufen. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorvaskr anzugreifen. Die silberne Hand. Cool, und wir können plündern. Sie haben dann... Honigschnitte. Ah ne, Honignussschnitte. Auf den Mut aufgebracht, Jorvaskr anzugreifen. Die silberne... Ja, du brauchst den Satz jetzt nicht fünfmal wiederholen. Ich hab's jetzt gehört. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorvaskr anzugreifen. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Gut. Aber ein paar konnten... Sagt er zehnmal den ersten, denselben Satz und... Ich werde heute in dieser Aufnahme... Wo wart ihr? ...möglichst wenig reden. Ich habe Kotlaks Befehl ausgeführt. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvaskr angegriffen. Wir konnten sie abwehren. Aber der Alte... Kotlak. Er ist tot. Das ist ja mal sehr interessant, weil wir sollen ja für ihn etwas rausfinden. Kam sonst noch jemand zu Schaden? Nein. Aber sie haben sich mit all unseren Wutradfragmenten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvaskr werden erklingen. Wir werden Kotlak rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Aber... zusammen? Kann ich das nicht alleine machen? Okay. Wir werden sie büßen lassen. Bis zum nächsten Mal. Naja, gib wenigstens ein bisschen Geld. Kotlak. Der arme Kotlak. Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Dietrich, Gold. Ich guck mal hier so ein bisschen rum. Ob wir nicht noch irgendwas finden. Was vielleicht wichtig sein könnte. Aber... Ach so, der folgt mir jetzt, oder was? Okay, dann werden wir uns doch mal in deren Hauptlager begeben. Wenn schon, denn schon. Wenn auf die Moppen, dann richtig. Komm, guter Wilkas. Bist du noch da? Du bist noch da. Lassen Sie bluten. Ja, natürlich. So. Wo müssen wir hin? Hauptlager, Hauptlager, Hauptlager. Habe ich überhaupt die Quest ausgesucht? Moment, ich guck mal. Natürlich nicht. Finde einen... Nein, das war's nicht. Gerechte Rache war es, ne? So. Da oben. Ja, geil. Ah, ihr wollt mich doch echt flachsen. Jetzt soll ich da hochlaufen, oder was? Das ist ja wieder eine halbe Ewigkeit, bis wir da oben sind. Können wir das nicht vertagen? Leben. Lasst keinen am Leben. Wir werden sie büßen lassen.
Bis zum nächsten Mal. Lasst sie bluten. Oh.